Wir werden also eine kleine Reise in die Geometrie machen. Und ich kann Ihnen ja schon Folgendes versprechen oder Sie einladen. Was immer Sie in der Schule über Geometrie gelernt haben oder glauben gelernt zu haben, vergessen Sie es für einen Moment. Also insbesondere negative Assoziationen. Die Geometrie, die wir hier machen, nennt sich heilige Geometrie. Jetzt könnte man sagen, oh heilig, ich bin aus der Kirche ausgetreten oder ich war da nie Mitglied. Heilig heißt aber nicht so viel wie Religion, was auch erstmal nicht schlecht ist, sondern heilig heißt heil oder ganz oder gesund. Das ist so die Urbedeutung dieses Wortes. Und die heilige Geometrie ist also eine ganze Geometrie oder die alles umfasst. Man könnte auch sagen, es ist die Geometrie des Lebens. Und deswegen ist die nicht so langweilig wie die Schulgeometrie, weil die immer etwas mit Ihnen zu tun hat. Und mit Ihrem Leben und mit uns als Menschen oder mit allem Leben. Und wir werden also in dem Vortrag ja viele Bilder sehen und ein bisschen Mathematik machen, aber ganz, ganz wenig. Und die Mathematik, die verstehen Sie dann auch noch. Also, ich habe versucht, das mal ein bisschen zu strukturieren. Wir wandern durch verschiedene Themen oder das Gebiet der heiligen Geometrie ist gewaltig. Ich habe verschiedene Grundprinzipien mal zusammengefasst und wir gucken uns mal ein paar Sachen aus der Geometrie an. Dann reden wir mal über Selbstähnlichkeit, über die Blume des Lebens natürlich, über den goldenen Schnitt und über die Welt der Kristalle. Und irgendwo dazwischen gibt es eine Pause. Da können Sie sich auch mal körperlich stärken und zum Schluss versuche ich dann das Ganze noch zusammenzufassen. Also wir starten mal in die Geometrie hinein. Wie Sie vielleicht wissen oder ahnen, das ist eine uralte Wissenschaft. Also man kann durch die Jahrhunderte schauen, ob es die alten Megalithbauten rund um die Welt sind, ob es Ägypten ist oder so. Es hat nie funktionieren können ohne Geometrie. Und die Idee, dass es einen Weltenschöpfer gibt, die geistert natürlich auch so lange durch die Zeit. Und hier sieht man mal ein exemplarisches Beispiel von William Blake, wie also der Schöpfer der Welt herangetreten ist und mit dem Zirkel die Welt erschaffen hat. Das Ganze versucht dann irgendwie der Mensch, der hier unten gestrandet ist, zu verstehen und nachzuvollziehen. Deswegen finden wir also die Beschäftigung mit der Geometrie im Laufe der Geschichte immer wieder. Und wir machen einen ganz kleinen Ausflug noch nach Griechenland. Das ist ein Gemälde, was im Vatikan sich befindet. Das nennt sich die Schule von Athen. Ist eine imaginäre Philosophenschule. Und einerseits interessant, weil das Bild den goldenen Schnitt verwendet. Und der goldene Schnitt diese ganzen stürzenden Linien sozusagen auf eine Kernaussage hinführt, auf die zwei Männer, die dort stehen, über die wir gleich reden werden. Um das Bild komplett verstehen zu können, müsste man eine Hilfszeichnung mal drüber legen, weil man dann sieht, welche Philosophen alles verborgen sind in diesem Bild. Und interessant ist, wir haben also die großen Geometer wie Pythagoras, wo ist er denn? Euklid ist hier drüben mit seinen Schülern. Und hier Platon und Aristoteles in der Mitte. Platon hatte wohl der Legende nach über dem Eingang von seiner Schule stehen, dass niemand dieses Haus betreten darf, der nicht mit der Geometrie vertraut ist. Und die beiden unterhalten sich sinngemäß darüber, wo der Ursprung der Welt liegt. Und Aristoteles zeigt so mit der Hand eher nach unten und Platon zeigt mit der Hand nach oben. Also von Platon stammt die Welt der Ideen oder die Idee der Welt der Ideen und von Aristoteles eher der Gedanke, dass es also aus dem Materiellen sich entwickelt, der Mensch und das Bewusstsein. Und Platon hat gesagt, nee, das ist eine Welt der Ideen, die hat sich heruntergefaltet und hinter der Welt gibt es also eine höhere Welt. Und Sie ahnen möglicherweise schon, welcher Theorie ich dann anhängen würde. Also es ist die Geometrie, die hinter der Welt steht, die als grundlegendes Ordnungsprinzip hinter allem funktioniert. Und wir werden das gleich noch sehen, wo das sich wieder zeigt und wie möglicherweise eine Schnittstelle funktioniert oder passiert, dass es auch in Erscheinung tritt. Ja, das ist noch eine bekannte Persönlichkeit, Pythagoras, der Namensgeber vom Pythagoras-Institut und von vielen anderen Sachen. Und mit dem hat das sozusagen ein bisschen, in unserer westlichen Kulturgeschichte angefangen, in der Überlieferung.
Das Problem ist nur, es gibt keine schriftlichen Texte von ihm. Es gibt nichts, von dem wir wissen, dass es von ihm originär ist. Es gibt viele Schüler, die über ihn geschrieben haben. Und zum Beispiel bei Platon in seinen philosophischen Werken sagt man oft, dass das Texte aus der pythagoreischen Schule sind, weil er viel über die Geometrie gesprochen hat, über die geometrischen Grundprinzipien und über die platonischen Körper zum Beispiel, über die wir dann auch nochmal reden werden. Der ist auch recht bekannt, das ist Euklid. Der hat die euklidische Geometrie sozusagen begründet, also alles, was Geometrie auf der Fläche ist. Und er hat ein Buch geschrieben über die Geometrie, die Elemente. Und das ist also 2200 Jahre alt und bis 1800 und immer noch als Lehrbuch verwendet worden, weil es so vollständig war. Oder ist, da ist fast alles drin, was Ebenengeometrie betrifft. Und erst später hat man entdeckt, dass also zum Beispiel auf einer Kugel andere Gesetze herrschen und dass es auch nicht euklidische Geometrie gibt. Aber einen Großteil finden wir hier drin und auch die geometrischen Grundprobleme oder die mathematischen Grundprobleme. Eines davon, das wird uns noch mehrmals begegnen, ist die Quadratur des Kreises. Ich würde Ihnen einen Kreis geben und Sie müssten daraus ein Quadrat konstruieren, was die gleiche Fläche hat oder den gleichen Umfang. Das sind zwei verschiedene Rätsel. Und dazu dürfen Sie zwei Werkzeuge verwenden. Und das eine ist der Zirkel und das andere ist das Lineal. Und da ist es so, dass wir in der Mathematik nicht ganz verstehen, warum das so gesagt wird. Warum Zirkel und Lineal? Beziehungsweise sagt dann der heutige Mathematiker, wir können heute beweisen, dass das gar nicht möglich ist. Deswegen sind wir intelligenter oder weiter oder irgendwie und die Griechen waren auf dem Holzweg. Aber das ist nur das äußere Wissen, um das es dort ging. Es gibt natürlich auch ein Hintergrundwissen. Nämlich, es gibt zwei Strukturprinzipien in der Welt. Das eine ist das männliche Prinzip und das andere ist das weibliche Prinzip. Das männliche Prinzip ist gerichtet, gerade, pfeilartig könnte man sagen. Und das weibliche ist das Runde, das Schwingende und das Ausgleichende. Und jetzt raten Sie, was das bedeutet. Das Lineal, die geraden Linien, ist das männliche Prinzip. Und der Zirkel, der ist sozusagen dem weiblichen Prinzip zugeordnet. Und indem Sie mit diesen beiden Kräften zeichnen, bringen Sie also die beiden Energien zusammen und zeigen oder erkunden, wie die Welt sich entfaltet. Und man kann es nochmal in einer Analogie betrachten, um Ihnen die Qualität vielleicht noch ein bisschen deutlich zu machen. Die Sonne ist das männliche Prinzip, nach außen gehen, Strahlkraft. Und der Mond ist das weibliche Prinzip, das Aufnehmende, das Wasserprinzip. Das Deutsche ist eine der wenigen Sprachen, wo die Polarität vertauscht ist. Weil wir sagen, die Sonne und der Mond, es müsste eigentlich andersrum sein. Man merkt es an verschiedenen sprachlichen Feinheiten. In den meisten anderen Sprachen ist es auch wirklich andersrum. Und hier ist es noch so, Worte, die mit Gefühlen zu tun haben, haben etwas mit dem Mond zu tun. Also der Mond und das Wasser ist sowieso offensichtlich. Aber das andere ist, wenn jemand launisch ist, dann sind seine Gefühle schwankend, sagen wir mal. Und launisch kommt von der Göttin Luna. Und Luna ist die Göttin des Mondes. Im Englischen gibt es lunatic, das ist noch eine Stufe schärfer als launisch, aber das sagt im Prinzip das Gleiche aus. Also der Mond steht sehr stark mit den Gefühlen und damit mit der weiblichen Seite in Kontakt und nicht so sehr mit dem männlichen Prinzip. Schauen wir mal in die Kunstgeschichte ein bisschen rein. Luca Pacioli, ein Zeitgenosse von Leonardo, hat sich mit Geometrie beschäftigt oder war ein Mathematiker, hat ein Mathematikbuch veröffentlicht, was Leonardo da Vinci illustriert hat. Und wir sehen ihn dann hier unten mit dem Zirkel liegen und das Lineal befindet sich auf dem Tisch. Hier drüben liegt einer von den platonischen Körpern und hier hängt auch ein geometrischer Körper an der Decke. Also der hat sich definitiv damit beschäftigt. Und den kennen Sie auch schon, Leonardo. Übrigens, kurzer Schwenk zum Anfangsbild. In der Schule von Athen sehen wir Platon und Aristoteles. Und Raphael, der das Bild gemalt hat, hat Platon gemalt mit diesem Gesicht. Also als wäre das von ihm abkopiert. Und von ihm stammt die Zeichnung, die ist möglicherweise mit die bekannteste Zeichnung aus der Geometrie. Also die Proportionsfigur, über die Feinheiten dieser Zeichnung werden wir dann nochmal reden, was da so alles drinne steckt. Und
Albrecht Dürer, kennen Sie von diesem Selbstbildnis oder dem Hasen oder den betenden Händen vielleicht. Aber er hat auch dieses Bild gemalt, die Melancholie. Also ein Mann grübelt über die Erschaffung der Welt. Hier hinten haben wir ein magisches Quadrat an der Wand hängen. Und hier unten liegt das Lineal. Er hat den Circle in der Hand, eine Kugel, einen geometrischen Körper. Was aber nicht heißen soll, dass Beschäftigung mit Mathematik melancholisch machen soll oder macht. Aber er hat es zumindest mit verwendet in seinem Bild. Ja. Giordano Bruno, möglicherweise eher als Astronom bekannt, hat sich genauso damit beschäftigt. Und von ihm stammen dann solche Zeichnungen, die Figur des Verstandes und der Liebe und des Intellektes und so weiter. Also die Beschäftigung mit der Geometrie ist etwas, was sich wirklich durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende zieht. Und einen habe ich noch, Johannes Kepler, ein Porträt, und er lässt sich darstellen mit Zirkel und Lineal. Also um zu zeigen, dass er auf diesem Pfad wandelt oder dass er diese Werkzeuge zu benutzen weiß. Und er hat sich viel mit der Harmonie des Universums beschäftigt. Er hat ein eigenes Buch geschrieben, die Weltharmonik. Und das, wofür wir ihn heute hauptsächlich kennen, die Keplerschen Gesetze, das ist dann aus so einem dicken Buch mit 1000 Seiten nur so ein kleiner Absatz. Der Rest wird nicht betrachtet, wie ein Großteil unserer Wissenschaft selektiv in der Wahrnehmung ist. Ja, von ihm stammt dann zum Beispiel dieses Modell des Kosmos, also wie sind die Planetenbahnen angeordnet. Und er hat es gefunden, dass es eben geometrische Körper sind, die ineinander geschachtelt sind. Ein Modell, was schon sehr, sehr genau ist und was aber auch dieses Denken zeigt. Also die Geometrie ist das ordnende Prinzip, was hinter der Welt steht. Und damit haben wir mal so eine kleine Anbindung an die Geschichte, was es so alles gibt oder wo das schon alles aufgetaucht ist. Und wir gucken uns mal an, was die Prinzipien der Geometrie sind. Und das erste Prinzip ist die Selbstähnlichkeit. Was heißt das? Wir fangen mal Folgendes an. Jeden Morgen, wenn Sie sich die Schuhe zubinden, machen Sie schon heilige Geometrie. Also abgesehen davon, dass Sie sowieso geometrisch gebaut sind. Aber mit jedem Knoten basteln Sie ein Fünfeck. Der Knoten, man sieht das unten vielleicht in den Papierstreifen. Ich habe es dann nochmal besser gezeichnet. Da sieht es dann so aus. Der Knoten entspricht einem Pentagramm. Und im Inneren haben wir dieses Muster drin. Und wir können dieses Muster nehmen und finden Folgendes. Es gibt außen ein Pentagon, also ein Fünfseit. Und innen gibt es dann ein kleines. Das ist der Fünfstern dazu. Ja? Jetzt kann ich in dieses Pentagon, Pentagramm, Begriffserläuterung. Jetzt kann ich hier in die Mitte einen kleinen Fünfstern einzeichnen. Und da finde ich in der Mitte wieder ein Fünfeck drin. Dort kann ich wieder einen Fünfstern einzeichnen und ich finde wieder ein kleines Fünfeck drin. Und das kann ich noch weitermachen und weiter und weiter und weiter. Ich kann natürlich das Spiel auch rumdrehen. Ich fange mit einem kleinen Fünfeck an und weiß, dass da drin ein Fünfstern ist und dass da drin wieder ein Fünfstern ist und so weiter. Und jetzt könnte ich diese Linien verlängern von dem Ursprungsfünfeck und komme zu einem Fünfstern. Und damit ist wieder definiert ein großes Fünfeck. Also dieses Muster geht nach innen und es geht nach außen. Ja, wir könnten jetzt von hier aus weitergehen, dann müsste ich die Wände vollmalen, dann würde hier ein großer Fünfstern entstehen. Und Selbstähnlichkeit heißt, egal auf welcher Maßstabsebene ich mich befinde, ich habe immer die gleichen Strukturen. Also ich schaue in den Maßstab, finde ein Fünfeck, oder ich schaue hier hin und finde ein Fünfeck. Es ist immer wieder das Gleiche. Die Mathematik sagt dazu heute, dass es Fraktale sind. Und ein Fraktal ist eine unterbrochene Struktur. Man sieht es nochmal schön an diesem Dreieck. Wir nehmen also ein großes Dreieck, schneiden ein Dreieck raus. Dann schneiden wir hier wieder ein Dreieck raus, wieder ein Dreieck und wieder ein Dreieck und so weiter. Und einer der Gründe, warum heute unsere Telefone so klein geworden sind, liegt daran, dass wir verstanden haben, wie die Natur kommuniziert. Sie kommuniziert mit fraktalen Antennen, die ineinander geschachtelt sind. Und deswegen können sie sehr, sehr gut und in vielen Bereichen gleichzeitig empfangen, was früher großen Aufwand bedeutet hat. Also ein Fraktal ist ein Muster oder ein selbstähnliches ein Objekt, was einen hohen Grad von Selbstähnlichkeit besitzt. Das ist ein bisschen mit Fachenglisch beschrieben. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in der Geschichte. Es gibt einen Gott bei den Ägyptern, der heißt Thoth. Und der ist der Gott der Schrift. Wir sehen ihn hier schreibend.
und der Gott der Wissenschaft, der Gott der Handelsreisenden und der Götterbote. Er hat sehr viele Attribute und er ist mit entscheidend oder mit bezeichnend für unsere Kultur, weil er als Urbegründer der Wissenschaft gilt. Wir erkennen ihn an verschiedenen Attributen. Er hat an den Füßen Flügel dran und einen Helm mit Flügeln und in der Hand hält er einen Stab mit zwei Schlangen drumherum. Hier mal ein anderes Bild, wo man es genau so sieht. Also wenn Sie den erkennen, wissen Sie schon, das ist Hermes. Und das habe ich in Bern zum Beispiel fotografiert, der Gott des Handels an einem Handelshaus. Wir sehen einen Händler und was hält er in der Hand? Einen Hermesstab. Ja? Oder in Zürich über einem Bankgebäude der Schlussstein vom Eingangsportal. Dort sieht man Hermes als Händler. Und wenn Sie glauben, Sie leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, die nur rein wissenschaftlich arbeitet, das ist ein Transportunternehmen in Deutschland, Hermes heißt das, und da ist natürlich der Götterbote drauf. Und um das ein bisschen zu relativieren, also Thoth bei den Ägyptern, Hermes bei den Griechen und Merkur bei den Römern. Als Gott der Handelsreisenden gibt es dann eine Merkur-Hotelkette. Und irgendwann hat sich jemand gedacht, so ein Mist, die haben sich so einen schönen Namen gesichert. Was machen wir mit unserem Hotel? Wie können wir uns nennen, an die gleiche Energie ankoppeln? Die Ägypter haben den Gott immer mit Tierfiguren dargestellt und bei ihm ist es ein Ibis. Also ist irgendjemand auf die Idee gekommen, seine Hotelkette Ibis Hotels zu nennen. Heute gehören die zum gleichen Konzern, aber im Ursprung muss das mal so gewesen sein. Nur sie koppeln sich halt an diese Kräfte sozusagen und an den Mythos, der dahinter steht. Und warum ich ihn erwähne, er hat es in unsere Sprache geschafft, wenn wir sagen, etwas ist hermetisch versiegelt. Dann ist etwas verschlossen oder verborgen. Er hat die Geheimwissenschaft mit überliefert und von ihm gibt es die hermetischen Gesetze. Und eines der hermetischen Gesetze ist das Prinzip der Entsprechung und Analogie. Und das haben Sie sicher schon mal gehört, wie oben so unten, wie unten so oben, wie innen so außen, wie außen so innen. Und das ist eigentlich eine perfekte Beschreibung für ein Fraktal. Oder für dieses Fünfeck, was wir uns gerade angesehen haben. Es ist mit einfachen Worten genau das Gleiche gesagt. Und es beschreibt eben, wie die Welt aufgebaut ist. Und dann schauen wir uns nochmal an, haben die alten Geometer ein Verständnis dafür gehabt? Zum Beispiel Giordano Bruno hat ein Quadrat gemalt und da drin ist wieder ein Quadrat reingeschachtelt. Oder Johannes Kepler, das ist das berühmte Horoskop für Wallenstein, was er gemacht hat. Früher wurde das Horoskop so dargestellt, ein Quadrat mit einem Quadrat da drin und mit noch einem Quadrat drin. Ist eine selbstähnliche Struktur. Das gleiche Muster wie bei dem Fünfeck, nur eben in dem Fall Quadratform. Schauen wir uns mal die Selbstähnlichkeit in der Mathematik an. Wir nehmen eine sogenannte goldene Spirale, die kann ich nach innen laufen lassen und vergrößere diesen inneren Teil, dann ist der genauso aufgebaut wie das große. Und ich könnte ihn wieder raus vergrößern und so weiter. Oder ich mache es in die andere Richtung, ich verkleinere das und lasse die Spirale weiterlaufen. Dann kann ich es wieder verkleinern, lasse die Spirale weiterlaufen. Es ist egal, auf welcher Maßstabsebene es ist, die goldene Spirale ist immer selbstähnlich. Und damit kommen wir mal in die Natur und in größere Zeiträume, also eine versteinerte Schnecke. Und wir sehen dann die einzelnen Kammern und die sind alle selbstähnlich zu sich. Die haben alle die gleiche Form, nur einen bestimmten Faktor, mit dem sie dann halt kleiner sind. Und das Prinzip gilt natürlich in allen Zeiten, deswegen auch hier in der Nautilus-Schnecke. Diese Kammer, diese Kammer, diese Kammer und so weiter, die sind alle selbstähnlich, nur eben ein bisschen kleiner. Ja, das Wissen darum, dass alles miteinander verbunden ist, hatten natürlich insbesondere die Baumeister, die, wenn sie eine Kirche gebaut haben, die menschliche Geometrie kennen mussten und die göttliche Geometrie, um beide ineinander bringen zu können, also im Sinne eines Kommunikationsinstrumentes oder so, dass ich den Mensch nehme und ich bringe ihn in Resonanz mit dem Göttlichen. Also wurde die menschliche Geometrie studiert und die göttliche Geometrie. Und die Baumeister haben dann also Kirchen entworfen. Hier sehen wir eine Kirche nach dem Grundriss eines Menschen. Und die einzelnen Steine in einer Kirche wurden immer mit Steinmetzzeichen gekennzeichnet.
Ein Steinmetzzeichen sieht zum Beispiel so aus. Wir haben gerade Linien und wir haben Kreise. Und was man aber wissen sollte dazu, zu diesen Steinmetzzeichen gibt es Schlüssel, weil ohne den Schlüssel ich nicht weiß, wo das Zeichen herkommt. Und da gibt es den Vierpass und den Sechspass, also eine Vierersymmetrie oder eine Sechsersymmetrie. Und in der Vierersymmetrie haben wir zum Beispiel einen großen Kreis mit vier Kreisen darin. Da sind wieder vier Kreise drin. In dem kleinen sind dann wieder vier Kreise drin. Eine fraktale Struktur. Nur schon ein paar hundert Jahre alt. Das gleiche natürlich mit dem Sechseck. Und wir finden eben die geraden Linien und die Kreise. Und jede Linie aus einem Steinmetzschlüssel kommt aus dieser Hintergrundfigur. Manchmal, wenn Sie ein Steinmetzauto sehen, dann ist noch so ein rudimentäres Zeichen davon drauf. Das sind eher die originalen Vorlagen. Ja, und wir selber sind auch holographisch gebaut oder logarithmisch. Unsere Sinne sind zum Beispiel skaleninvariant oder selbstähnlich. Wenn ich Ihnen auf die Hand 100 Gramm lege und ich tue 10 Gramm dazu, haben Sie eine Empfindung, wie das schwerer wird. Wenn ich Ihnen 200 Gramm drauflege, muss ich 20 Gramm drauf tun, dass Sie die gleiche Empfindung haben, wie das schwerer wird. Und wenn es dann ein Kilo ist, muss ich schon 100 Gramm drauflegen. Also es wird so größer, wie eine geometrische Zeichnung größer wird. Das Gleiche passiert auch mit unserer Entfernungswahrnehmung zum Beispiel. Also wenn Sie schätzen, wie weit ich von Ihnen entfernt bin, können Sie das auf 10 cm vielleicht machen oder auf einen Meter genau. Wenn Sie aber schätzen wollten, wie weit der Berg da hinten entfernt ist, dann können Sie nicht mehr auf Meter genau schätzen, dann schätzen Sie auf 100 Meter oder auf Kilometer genau. Und wenn Sie dann schätzen, wie weit die Sonne entfernt ist, dann müssen wir schon auf 100.000 Kilometer genau arbeiten vielleicht. Also je nach Maßstabsebene kommen wir auch immer in andere Prozentzahlen hinein. Das Hören ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, das Sehen und so weiter. Und es ist deswegen selbstähnlich, oder unsere Sinne sind deswegen selbstähnlich, weil die Welt selbstähnlich gebaut ist, weil das Grundprinzip so ist. Der gesamte Grundbauplan. Und man kann sich immer wieder darauf berufen. Das ist also heute bewiesen für alle unsere Sinne, für die Entfernung, das Gehör, das Sehen, das Hören, den Geruchssinn und den Tastsinn. Und ein ganz einfaches Prinzip, wo Sie eine selbstähnliche Struktur verwenden, sind die A4-Blätter. Ja, wenn Sie die zusammenfalten, haben Sie ein A5-Blatt. Und das hat das gleiche Seitenverhältnis. Es ist also selbstähnlich zu dem A4-Blatt. Und das A4-Blatt ist selbstähnlich zum A0-Blatt, weil es immer das gleiche Seitenverhältnis ist. Was zum Beispiel mit dem amerikanischen Papiersystem nicht funktioniert, weil die ein anderes Seitenverhältnis haben. Also wir sehen, dass die Selbstähnlichkeit ist ein wichtiges Grundprinzip. Und dann gibt es einen Zweig der heiligen Geometrie, der erst in den letzten Jahren wieder in die Öffentlichkeit getreten ist. Das ist die Blume des Lebens. Die haben Sie möglicherweise schon mal gehört oder gesehen. Der eine oder andere trägt sie um den Hals. Und die Blume sieht also so aus. Es ist eine Ansammlung von Kreisen, die ineinander geschachtelt sind, umgeben von zwei äußeren Kreisen. Und wir schauen uns mal kurz an, wo die auf der Welt vorkommt. Also letzten Endes auf jedem Kontinent und in Tempeln und in Palästen. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also relativ bekannt in der verbotenen Stadt in China vor dem Kaiserpalast. Der eine Löwe hält ein Baby fest und der andere Löwe eine Kugel. Und auf der Oberfläche der Kugel sehen wir das Muster von der Blume des Lebens. Oder in Indien in einem Tempel eine kleinere Ausgabe, die Saat des Lebens, sehen wir hier. Das ist wiederum in Indien, auch an einem Tempel. Auf der Umrandung haben wir dieses Muster, auch die Blume des Lebens. In indischen Palmblättern finden wir genau die gleichen Strukturen wieder. Oder das ist in Ephesos, auch in der Türkei, eine große Blume und von nahem sieht sie dann so aus. Wir können weltweit schauen, also auch in Europa finden wir das. Wir sind nochmal in Afrika, das ist in Ägypten, das Osirion. Wenn Sie diese Treppe runtergehen, gehen Sie hierhin zwischen den beiden Säulen. Sieht die eine Säule so aus, mindestens drei, es sind noch ein paar mehr hier versteckt, da oben ist noch eine. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Und
Derjenige, der die Blume des Lebens wieder in die Öffentlichkeit gebracht hat, ist Drunvalo Melchizedek. Er kommt aus Amerika und hat Bücher darüber geschrieben und hält Vorträge über das Wissen, was in der Blume des Lebens enthalten ist. Und von ihm möchte ich mal ein paar Sachen vorstellen, um Ihnen zu zeigen, was damit zusammenhängt. Die Ägypter wussten um die Polaritäten unserer Welt und haben ein relativ bekanntes Symbol, nämlich das Auge des Horus, was Sie hier sehen. Und das gibt es in zwei Ausfertigungen, weil wir auch zwei Augen haben. Und die Ägypter wussten schon, es gibt zwei Körperhälften, eine rechte männliche und eine linke weibliche Körperseite. Und dementsprechend haben sie damit gearbeitet. Und in der Mythologie wird gesagt, das linke Auge ist dem Mond zugeordnet und das rechte Auge ist der Sonne zugeordnet. Nun müssen wir einen ganz kurzen Schwenk in die Geschichte noch machen. Sie haben alle schon mal was von einem Sündenfall oder von dem Absturz oder so gehört, dass die Menschheit im Bewusstsein gefallen ist. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, was mache ich eigentlich auf diesem Planeten? Das läuft ja alles ein bisschen sehr verquer. Das hat nichts damit zu tun, wie das eigentlich laufen könnte. Der Hintergrund ist, dass es also nur ein Bewusstsein gibt, was diese Welt überhaupt ausmacht, was sich gespalten hat oder gefaltet hat in Untereinheiten. Und innerhalb dieses Systems gab es mal einen größeren Knick. Und wir können uns dummerweise nicht mehr daran erinnern, aber wir sind noch mit dem Uranfang sozusagen verbunden. Und zu jeder Zeit gab es Wesen, die versucht haben, die Menschen, die zumindest bereit sind, wieder anzuheben und ihnen Wissen zu geben, dass man wieder zurückkommt auf den alten Pfad. Nur wussten die Ägypter schon, wenn ich jetzt jemanden von der Straße nehme und ihn einweihen möchte, dann erkläre ich ihm das für den Verstand und sage, guck mal, das sieht so aus, das sieht so aus, verstehst du es? Sagt er, ja, das verstehe ich, aber meine Gefühle, die fühlen Trennung, das tut mir weh, der Schmerz ist noch da und so weiter. Fange ich an, mit ihm Emotionalarbeit zu machen und gebe ihm eine Erfahrung davon, dass alles eins ist, sagt der Verstand, Moment, das ist unlogisch, da habe ich Zweifel. Und deswegen ist es halt schwierig, jemanden da hinzubekommen. Man muss wirklich beide Seiten anfassen. Und die Ägypter haben zu verschiedenen Zeiten eine Mysterienschule gegründet. Die hieß im Oberbegriff das Gesetz des Einen. Also es gibt nur einen Gott oder ein Bewusstsein. Wobei alle Worte, die wir wählen können, immer polar sind. Also die Sprachstruktur von den Worten, die wir haben, ist polar. Wenn ich sage Gott, gibt es auch immer ein Nicht-Gott. Oder Bewusstsein, gibt es auch irgendwas, was nicht Bewusstsein ist. Es ist etwas, was wir nie mit Worten beschreiben können, was größer als alles ist. Aber es lebt in jedem von uns oder in Ihnen genauso wie in mir. Und ich kann Ihnen davon erzählen und es gibt einen Teil von Ihnen, der weiß, wovon ich rede. Und das können Sie spüren und darauf können Sie sich berufen oder sich daran erinnern und das wieder in Ihr Leben reinholen. Also wenn dieses Gefühl da ist, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Und damit man also jemanden einweihen konnte, musste er die Schule des linken Auges des Horus durchlaufen und die Schule des rechten Auges des Horus. Die Emotionen mussten gereinigt werden und dann hat er eine Verstandesschulung bekommen, dass er es auch verstehen kann, wie alles eins ist. In der Zeichnung gibt es noch ein mittleres Auge hier, weil die Ägypter wussten oder gesagt haben, es gibt noch eine dritte Mysterienschule, nämlich das mittlere Auge des Horus, das ist das Leben selber. Also Sie können in der Mysterienschule etwas lernen oder in Ihrem Leben selber, wenn Sie sich weiterentwickeln. Wenn Sie lernen, das tut mir nicht gut oder so sind die Grundprinzipien, gehen Sie ja auch in eine Mysterienschule. Es ist aus einer höheren Perspektive egal, ob Sie Wissenschaftler sind oder ob Sie meditieren oder Bauer, Mutter Teresa. Wir kommen alle wieder nach Hause. Es gibt niemanden, der besser oder schlechter ist. Es gibt alle Wege, die gleich sind. Der Weg über die Mysterienschule ist ein schneller Weg, der ein bisschen das beschleunigt, aber er ist nicht besser oder schlechter als irgendein anderer Weg. Und wir gucken mal hinein. Interessanterweise das gleiche Bild sehen wir in Tibet wieder. Es gibt einen Grund dafür, dass in allen Kulturen auf der Welt immer die gleichen Muster oder gleichen Bilder und Symbole auftauchen. Und wir tauchen mal kurz ein in die Schule des rechten Auges des Horus, also für den Verstand ein paar Informationen, dass Sie sehen und verstehen können, dass alles eins ist. Wie hat alles angefangen? Nach dem ägyptischen Wissen
begann es aus dem großen Nichts oder aus der Leere, wobei das wieder ein Wort ist. Ne? Aber in diesem Nichts hat das Bewusstsein oder ist in Erscheinung getreten, hat eine Form gebildet, hat eine Struktur ausgelegt, ein Muster, auf dem sich dann die Welt entfalten konnte. Und so ähnlich vielleicht wie in diesem Bild, es gab die erste Idee, die sich entfaltet und dann ist das ganze Grundprinzip der Geometrie ausgelegt worden. Ist es so, das Urbewusstsein hat sich verdichtet zu einem Punkt und von dem Punkt aus nach außen ausgedehnt und eine Kugel erschaffen. Also wenn ich einen Kreis zeichne, entspricht das im Räumlichen immer einer Kugel. Das Bewusstsein hat für dieses Universum einen Bauplan gewählt. Wir können uns andere Universen vorstellen mit anderen Bauplänen. Für diesen Bauplan oder für dieses Universum gab es zwei Regeln. Gehe zu dem Neugeschaffenen. Das Bewusstsein wollte erkunden, was so entsteht, aus sich heraus. Und das Zweite, tue das, was du schon kannst. Also wende das, was du gelernt hast, an. Jetzt sitzt das Bewusstsein in der Mitte, hat ein Stück von sich nach außen projiziert, das rotiert. Neu entstanden ist also diese Trennlinie. Das Bewusstsein bewegt sich an die Oberfläche und tut das, was es schon kann. Es zeichnet noch einen Kreis. Die beiden Kreise überlagern sich und bilden ein Symbol, das heißt Fischblase in der Geometrie. Ist eine der Urformen und der wichtigsten Formen. Und wir können hier einen Schwenk machen. Im Alten Testament gibt es eine Schöpfungsgeschichte. Also Moses ist zu irgendeinem Zeitpunkt mal aus Ägypten abgehauen und hat Wissen mitgenommen. Und das findet sich in der Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes. Und das beginnt damit, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn ich ein weißes Papier habe, habe ich keine Richtungen, kein Oben und Unten. In dem Moment, wo ich eine Grenze ziehe, habe ich ein Innen und Außen und das Bewusstsein in der Mitte. Und man könnte also sagen, mit der Übersetzung oder so, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde oder das Bewusstsein schuf Außen und Innen. Und die Erde war wüst und war leer und der Geist Gottes schwebend über den Wassern. Also das Bewusstsein bewegt sich von hier nach hier und dann folgt der erste Tag und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Diese Zeichnung, wenn sie der Geometrie entstammt, wird dem ersten Tag zugeordnet. Jetzt können wir also gucken, was hat die mit dem Licht zu tun. Fragen wir einen Physiker, was Licht ist, würde der sagen, das ist eine elektromagnetische Welle. Also eine elektromagnetische Welle sieht so aus, wir haben eine elektrische Komponente als Sinuskurve und eine magnetische Komponente und die stehen im rechten Winkel zueinander und bewegen sich durch den Raum. Und alleine in dieser Zeichnung haben wir alle Formen drin. Das ist das Grundprinzip der Geometrie, des Lichtes. Aber man kann das natürlich auch einfacher herleiten. Wir können die vier wichtigen Punkte, die es hier gibt, nämlich die Schnittpunkte und die Mittelpunkte, mit Linien verbinden und so zwei gleichseitige Dreiecke malen. Dann nehmen wir die gleichseitigen Dreiecke, geometrische Muster sind geschachtelt, und zeichnen ein weiteres gleichseitiges Dreieckspaar hinein und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und dann schauen wir uns in der Natur um, im Frühling, der Ahorn wächst. Und wie wächst er? Zwei Blätter in der Richtung, zwei Blätter in der Richtung, zwei Blätter in der Richtung. Eine kleine Pflanze sieht dann so aus, zwei Blätter so, zwei Blätter so und zwei Blätter so. Und dieser Bauplan findet sich überall wieder. Er gilt für alle Lebewesen und alle Formen. Wir haben genauso Lichtempfänger in uns. Also die Pflanze wächst dem Licht entgegen und unsere Augen empfangen das Licht und arbeiten auch als Antenne und sind genauso gebaut. Wir können die Geometrie noch verfeinern, dann finden wir den Augapfel, das Auge, die Iris, die Pupille und alle Maße da drin. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sich alle Tiere anschauen und findet immer wieder die gleichen Bilder und Muster. Und selbst bei den Komplexaugen von den Insekten sieht es dann so aus, dass es eine Sechserstruktur ist von einzelnen Zäpfchen, die dort angeordnet sind. So wie auch die Netzhaut auf der Rückseite unseres Augapfels aussieht. Wir gehen immer wieder in Resonanz mit den Urmustern, um die Energie aufnehmen zu können oder die Informationen aufnehmen zu können. Und dieses Bild der Fischblase zieht sich also bis ins Religiöse hinein. Hier sehen wir Jesus in Basel im
Dom, glaube ich, Münster, mit einer Fischblase im Hintergrund. Sehen Sie das? Das ist der Heiligenschein oder die Mandorla. Und man könnte sich das so vorstellen wie ein Dimensionstor, eine Öffnung. Das Bewusstsein tritt sozusagen in diese Welt und Jesus erscheint und sagt, mach mal das oder geht einen anderen Weg. Ursprünglich war es ja das Bewusstsein, was in der Einheit war und dann sich hinaus bewegt hat, einen zweiten Kreis gezeichnet hat. Das Bewusstsein ist also aus der Einheit in die Zweiheit gegangen. Und die Zahl 2 ist etwas anderes als die Zahl 1. Wir haben das in unserer Sprache zum Beispiel Zweifel, Zwist, Zwietracht, zwielichtig, zweischneidig. Eine Zeit lang habe ich gesagt, es gibt nur negative Worte mit der Zahl 2, aber das stimmt nicht. Es gibt die Zweisamkeit zum Beispiel oder den Zweig oder den Zwilling. Hm? Und den Zweigelt gibt es auch. Ja. Ja. Also das Bewusstsein geht aus der Einheit in die Zweiheit hinaus, macht also einen Schritt in eine neue Welt und in dem Sinne ist die Fischblase sowas wie ein Tor, durch das das Bewusstsein hindurchgeht. Und das ist dann in Dresden in einer Kirche. Also es ist wirklich wieder ein universelles Symbol. Und meine Worte, die ich sage, existieren in meinem Kopf oder in meinem Energiefeld und die müssen irgendwie in diesen Raum kommen. Und dazu treten sie durch ein Tor. Und das Tor ist mein Mund. Schauen Sie sich mal die Geometrie des Mundes an. Das ist eine Fischblase. Geometrische Muster sind immer geschachtelt. Wir haben eine Fischblase, da muss es eine zweite geben. Schauen Sie sich die Geometrie des Gesichtes nochmal genauer an. Die nächste ist dann hier der Kiefer. Ja? Sie sind von oben bis unten reine Geometrie. Und Sie hätten nicht auf die Welt kommen können, ohne die Geometrie zu kennen. Jede Zelle von Ihrem Körper weiß, wovon ich hier rede. Der menschliche Körper hat nämlich noch einen zweiten Mund. Das ist der Muttermund bei den Frauen oder die Vulva. Und das ist das Tor, durch das Sie in die Welt getreten sind. Also die Schöpfung, wie Sie entstanden sind, ist die gleiche. Und Sie sind aus der einen Welt in diese Welt hinausgetreten durch dieses Tor. Da sind Sie hergekommen. Und deswegen ist also diese Fischblase mit den zwei sich überlappenden Kreisen ein Symbol, was auch für Frauenkulte oder für die Kraft des weiblichen Leben zu geben, immer wieder verwendet wird. Ja, wir können von hier aus weitergehen. Das Bewusstsein sitzt hier oben, sucht sich einen neuen Schnittpunkt, weil gehe zu dem Neugeschaffenen. Was ist denn passiert? Wir haben eine räumliche Struktur, zwei Kugeln. Können Sie sich als Seifenblasen vorstellen. Wir schauen von oben rein. Dann sieht man, dass die Überlappung einen Kreis bildet. Also dieses Teil hier, und das ist kleiner als der Ursprungskreis, ein neues Maß. Und dort gehen wir also hin zu dem neuen Maß, hier tun das, was wir schon können, wir zeichnen noch einen Kreis. Und nennen das den zweiten Tag der Schöpfung. Auch hier sind alle möglichen Informationen drin. Man kriegt immer dann Wissen heraus, wenn man männliche und weibliche Qualität zusammenbringt. In dem Fall also, wir haben Kreise und schauen mal, wo wir Linien einlegen können, von dem Schnittpunkt nach da, nach da, nach da, entsteht ein großes gleichseitiges Dreieck. Jede Linie geht durch den Schnittpunkt, durch den, den und den und es ergibt ein kleines gleichseitiges Dreieck. Wir haben 4 gleichseitige Dreiecke. Wenn ich die zusammenklappe, entsteht einer von den geometrischen Grundformen, dieser hier. Der heißt Tetraeder. Tetra heißt 4, der Vierflächner, und ist also eine Pyramide. Vielleicht kennen Sie das von früher noch von Milchtüten oder von Saftpackungen. Deswegen gibt es heute noch eine Firma, die heißt Tetra Pak, die sozusagen ursprünglich von dieser Form herkommt. Und der Bauplan ist schon am zweiten Tag der Schöpfung angelegt worden. Wir könnten weitergehen, also der dritte Tag. Und mit jedem Tag entstehen neue Möglichkeiten, neue Maße, neues Wissen. Der vierte Tag, der fünfte Tag. Und wenn Sie einen guten Circle haben, passiert ein Wunder. An diesem Punkt treffen sich genau 3 Kreise, ganz exakt. Und dort können wir einstechen und noch einen 6. Kreis zeichnen. Wenn Sie sich je gefragt haben, warum die Schöpfung 6 Tage hatte, das hat nichts mit weltlichem Kram zu tun, sondern das ist eine geometrische Beschreibung gewesen, was dort entsteht. Und auch da ist noch mal viel mehr drin, nämlich wir könnten gucken, die Kugel bewegt sich an die Oberfläche, läuft einmal um die Mitte herum. Welche Form entsteht dabei? Das können wir wieder geometrisch auflösen.
Wir haben hier eine Fischblase, zeichnen eine Verbindungslinie ein und diese Verbindungslinie markiert die Mitte von diesem Kreisbogenstück hier. Dort stechen wir ein mit dem Zirkel, machen das 6-mal, also für alle Fischblasen, dann entsteht dieses Bild. Und wenn wir das einmal gemacht haben, können wir es auch ein 2. Mal tun und dann können wir es auch ein 3. Mal tun. Und irgendwann sieht es so aus. Es ist für Sie wahrscheinlich schon räumlich zu sehen, wenn Sie ein Stück weiter weg sind. Diese Form hat einen Namen, und zwar Torus heißt das. Wenn es Ihnen hilft bei der Vorstellung, Sie können auch Bagel dazu sagen oder Donut. Es ist ein Ring mit einem Loch in der Mitte, so wie diese Form hier. Also ein flach, sieht so aus, von oben so. Und es ist eine Urform wiederum. Und die ist sogar noch, kommt öfter vor, als Sie das vielleicht ahnen. Wir nehmen die Form und lassen sie mal rotieren, um von der Seite zu schauen. Und dann sehen Sie schon, wie also hier eine Einwirbelung passiert und hier eine Einwirbelung. Und das ist ein Bild mit der Erde in der Mitte und dem Magnetfeld der Erde. Und das Magnetfeld der Erde ist torusförmig. Jedes Magnetfeld ist torusförmig. Wie oben, so unten. Sie können einen kleinen Stabmagnet nehmen oder einen Planeten oder eine Sonne. Die sind alle torusförmig gebaut. Und wenn wir es ein bisschen weiter drehen, sehen wir oben den Wasserwirbel zum Beispiel, also die Form nochmal, wie es aufgebaut ist, von der Seite. Und so sieht eine Tomate aus. Oder ein Apfel. Ein Stülpung oben, ein Stülpung unten. Und wenn Sie dann den Apfel aufschneiden, dann sehen Sie es nochmal sehr schön. Es fließt eben die Lebensenergie immer in diesem Muster. Es ist auch die Form eines jeden Baumes. Der nimmt die Lebensenergie aus der Erde auf, führt die im Stamm nach oben, in die Früchte oder Blüten oder Blätter, im Herbst fällt das runter und dann speist sich das immer wieder ein in diesen Kreislauf. Es ist aber auch die Form eines Schmetterlings. Der sitzt hier drinnen, hat seine Flügel und wenn er mit den Flügeln schlägt, tut er das nur in dem Torus drinnen. Und wenn die Wissenschaft mechanisch oder chemisch guckt, dann sind das hier natürlich optische Sensoren, chemische Sensoren. Die haben noch gar nicht geprüft, ob das elektrische Sensoren sind. Vielleicht prüft der Schmetterling mit seinen Fühlern, wie der Feldcharakter ist und er nimmt darüber die Welt wahr. Je nach Weltbild bekommen wir andere Antworten. Und wenn Sie also anders auf die Natur schauen, können Sie andere Lösungen finden. Und der Mensch sieht natürlich ganz genauso aus. Das höhere Energiefeld, hier von Alex Gray gezeichnet, ist torusförmig. Und im Inneren, ein bisschen gut verpackt, haben wir unser Nervensystem, was genauso wie so eine Larve aussieht, in der Hauptröhre drin liegt von dem Torus und mit dem Energiefeld kommuniziert. Also der physische Körper ist nur eine Ausstülpung in diesen Raum hinein, aber der Mensch ist viel, viel größer. Und wenn wir den Apfel nehmen als Torus, schneiden wir ihn doch mal so auf. Was lernen wir? In der Mitte finden wir immer eine geometrische Form, wie hier zum Beispiel ein 5-Stern. Außen herum ist noch ein 10-Stern, das ist vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen. Es gibt im Fruchtfleisch immer Verdichtungen. An der Spitze jedes Kerngehäuses und dazwischen. Innen ein 5-Eck und außen ein 10-Eck. Und wenn Sie das einmal interessiert, dann fangen Sie an, jede Frucht anders aufzuschneiden. Und eine Melone ist leider nicht ganz so gut zu sehen. Die Energie wirbelt sich hier hinein, fließt hier nach oben und wirbelt sich hierhin. Und hierhin. Sieht aus wie ein Pilz zum Beispiel. Sieht aber auch aus wie eine Niere. Sieht aus wie ein Baum. Und sieht aus wie ein Embryo. Wir haben die Nabelschnur, den Kopf und die Beine und so weiter. Es ist ein Urbild. Es ist eine Bewegung, wie Lebensenergie fließt, die immer wieder auftaucht. Ein bisschen abgewandelt, aber es ist immer der gleiche Bauplan. Wie viele Gurkenscheiben in Ihrem Leben haben Sie geschnitten oder gegessen, ohne mal über das Dreieck nachzudenken? Und wir könnten alle Früchte anschauen. Ja? Ich bereite sie so ein bisschen aufs Mittag vor. Ich weiß nicht, was es gibt. Wir können aus jedem geometrischen Bild etwas ableiten oder Informationen ableiten. Und je größer das Muster wird, desto mehr Informationen ist drin. Wir entwickeln das noch ein bisschen weiter. Es gibt neue Schnittpunkte. Dort zeichnen wir also neue Kreise ein. Auch hier gibt es eine dreidimensionale Figur dahinter. Ich muss es nur hochkant drehen, dass Sie es besser sehen. Ich ändere nichts am Maß, ich streiche nur ein paar Linien raus. Und übrig bleibt das. Das nennt sich das Ei des Lebens.
Es ist eine Anordnung von 8 Kugeln in der Form eines Würfels. Und ich habe nichts über die Bedeutung des Ei des Lebens gesagt. Das ist ja interessant. Also das Ei des Lebens hat etwas mit lebendigen Strukturen zu tun. Wir kommen dann noch drauf. Es ist zum Beispiel ein Schritt, durch den Sie mal hindurchgegangen sind, als Sie noch ein kleines Embryo waren von 8 Zellen zum Beispiel. Wir entwickeln das Muster weiter. Also es hat nicht aufgehört bei dem Genesis-Muster, sondern es geht darüber hinaus. Und man könnte sagen, das war der erste Kreis. Für das Genesis-Muster sind wir ein zweites Mal oder das erste Mal eigentlich um diesen Kreis herumgelaufen. Deswegen sagen wir erste Umdrehung. Dann sind wir zu der Zeichnung gekommen, die das Ei des Lebens geformt hat. Da sind wir das zweite Mal drum herum gelaufen. Und jetzt laufen wir das dritte Mal drum herum. Wir haben 3 Kreise hier außen, da können Sie es recht leicht zählen. Und diese Umdrehung erweitern wir auf die 4. Umdrehung, weil wir jetzt nochmal herumlaufen. Und jetzt kommen wir zu einem Symbol, das ein bisschen kleiner ist als die Blume des Lebens. Das ist die Saat des Lebens. Und die Saat des Lebens hat was mit pflanzlichem Wachstum zu tun. Sieht so aus. Und zwar machen wir wieder einen Schwenk in die Philosophie oder Religionsgeschichte. Da gibt es ein Symbol, das sieht so aus. Kommt aus der Kabbala und heißt der Baum des Lebens. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen? Und man könnte einen eigenen Vortrag nur über den Baum des Lebens halten. Das ist eine mittelalterliche Handschrift, wo Sie mal sehen, was dort für Informationen drin stecken. Die 10 Kugeln, die Sephirot heißen, sind die Namensgeber für unsere Ziffer zum Beispiel, für die 10 Urkräfte. Und das Alphabet steckt drin und die Farben und die Welten und so weiter. Nur in der Kabbala ist nicht überliefert, wo dieses Bild herkommt. Man kann aber dieses Muster nehmen und auf die Saat legen. Und dann passen die einzelnen Kreise zueinander. Es ist ein bisschen so, wenn ich einen Samen in die Erde stecke, einen Apfelsamen, kommt ein Apfelbaum raus. Wenn ich einen Birnensamen in die Erde stecke, kommt ein Birnenbaum raus. Der Samen muss das Bild des Baumes enthalten. Und in der Geometrie ist es genauso. Wir haben den Samen und dann haben wir den Baum, der da drin enthalten ist. Der entsteht, daraus bildet sich dann die Blume und aus der Blume bildet sich die Frucht. Und in der Frucht ist der neue Samen. Und wir haben dann so eine Kette. Samen, Baum, Blume, Frucht. Samen, Baum, Blume, Frucht. Und wenn wir den Apfel anschauen, das ist eine Frucht, die in der nächsten Stufe den Samen schon enthält. Die Stufe davor war die Blüte gewesen. Wenn Sie den Apfel nehmen und nicht nur waagerecht durchschneiden, sondern eine dünne Scheibe abschneiden, von einem halben Zentimeter Dicke ungefähr, und Sie legen das auf ein Leuchttuch oder halten es gegen das Fenster, dann sehen Sie, dass da drinnen nochmal die Erinnerung an die Blume enthalten ist. Es ist immer miteinander alles verbunden. Und die Kette geht also Samen, Baum, Blume, Frucht. Und dann Samen wieder von vorne. Und wir könnten also diesen Zyklus immer wieder betrachten. Ich habe gleich mal die nächsten Symbole eingeführt. Die Blume kennen wir schon kurz und die Frucht kennen wir auch noch nicht. Das kommen wir gleich hin. Also wir müssen noch einmal vervollständigen auf die 5. Umdrehung. Jetzt haben wir 5 Kreise außen und damit haben wir alles, was wir benötigen. Wir brauchen diese Zeichnung, um die Blume des Lebens vollständig zeichnen zu können. Denn es gibt hier angeschnittene Kreise oder hier, die setzen sich alle außen noch fort. Es gibt nur 6 Kreise, die sind nicht in der Blume des Lebens drin, das sind jeweils die Eckkreise hier. Die berühren Sie nur. Aber Sie wissen jetzt, was dahinter steht oder wo das herkommt. Die Blume des Lebens ist auch nur ein Symbol und die öffnet sich auch nochmal ins Große wie ins Kleine hinein. Die ist wie ein Dimensionstor in verschiedene Ebenen. Wenn wir jetzt die fehlenden Kreise außen noch hinzunehmen, kommen wir zu der Frucht des Lebens. Und damit haben wir so den Kanon, sagen wir mal, der geometrischen Formen vollständig. Und wir kommen dann gleich dazu, das auch anzuwenden. Ich zeige Ihnen nur noch 2 Sachen, wo die Blume des Lebens auch vorkommt. Als Beispiel Rumänien in einem Kloster, hier als Fenstergitter. Oder auf Kreta in einem Kloster und da in Groß. Also die Blume des Lebens ist ein
universelles Muster. Und das Wissen der Geometrie ist dort drin verdichtet. Sie sehen jetzt schon die Fischblase, Sie sehen das Genesis-Muster und die ganzen Schöpfungsprozesse und so weiter. Und wir gucken dann demnächst nochmal in die Anwendung hinein. Nur eine ganz kleine Nebengeschichte noch. Manchmal werde ich gefragt, was hat denn das mit unserer Kultur zu tun, weil ich Ägypten zitiert habe und Kabbala zitiert habe. Das sind Runen, die Schriftzeichen bei uns sind oder gewesen sind. Hinter diesen Runen liegt aber ein Runenschlüssel. Jede einzelne dieser Linien kommt aus einem dieser Figuren. Und diesen Runenschlüssel, das sehen Sie jetzt schon, da, wo kommt der her? Aus der Blume des Lebens. Und Pythagoras hat ein Symbol, das sieht man hier oben im Hintergrund, die sogenannte Tetraktys. Sieht so aus, können Sie sich vorstellen, als eine Ansammlung von Kreisen und entstammt auch der Blume des Lebens. Und man könnte jetzt sagen, die Religionsgeschichte neu verstehen, wir sind ein Bewusstsein, wir sind aus einer Quelle und trotzdem wollen wir in diese Welt hineingehen und irgendwelche Erfahrungen machen. Also stellen Sie sich vor, der Finanzbeamte vor Ihnen oder der Polizist könnte sich daran erinnern, dass er aus der gleichen Quelle wie Sie kommt. Sie würden sich weinend um den Hals fallen und ich muss Ihnen jetzt die Strafe abknöpfen, aber ich liebe Sie oder so. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle und wir mussten vergessen, damit wir überhaupt mal diese Rolle hier spielen können. Und damit das Spiel interessant wird, es gibt nur ein Bewusstsein, es gibt nur eine Realität, haben wir dann gesagt, wir nehmen unterschiedliche Baupläne. Der eine interpretiert die Realität aus der Sicht des Baums des Lebens. Der andere interpretiert die Realität aus der Sicht der Tetraktys oder eben aus den Runen oder aus dem heiligen Schlüssel, aus dem heiligen Schlüssel oder aus dem heiligen Schlüssel. In einem selbstähnlichen System können Sie immer ein Muster nehmen und sagen, das enthält alles, weil immer alles darauf zurückzuführen ist. Und jeder lernt die Welt aus seiner Quelle kennen und am Ende kommen wir alle nach Hause, jeder erzählt seine Geschichte und dann wissen wir, was wirklich passiert ist. Wir gucken uns mal an, wie die Geschichte weitergeht. Und wir haben im ersten Teil die Grundlagen der Geometrie angeguckt und uns mal ein paar Sprachen oder Sprachbausteine erarbeitet. Und jetzt gucken wir mal an, wo kommt denn das vor? Das eine in der Geometrie war die Schöpfungsgeschichte. Also wie hat die Welt angefangen oder wie ist sie ins Leben gekommen, in die Realität? Und die Natur verschwendet nichts. Also wenn sie einmal was gelernt hat, wendet sie das immer wieder an oder zeigt es immer wieder. Und ist auch ein Prinzip der Selbstähnlichkeit. Wenn wir also ein Schöpfungsmuster haben, finden wir das im Kleinen wie im Großen. Und immer dann, wenn neues Leben entsteht, folgt das den gleichen Gesetzen. Zum Beispiel also, die erste Form, die das Bewusstsein gezeichnet hat, war der Kreis mit dem Punkt in der Mitte. Und die erste Form, aus der Sie entstanden sind, das ist eine Kugel. Alles Leben beginnt mit einer Kugel. Ob das die menschliche Eizelle ist, das Hühnerei, also das Eigelb, Froschleich, Schneckeneier, wo immer Sie hinschauen, es beginnt immer mit einer ersten Zelle. Und wir leben auf einem Planeten. Sie können sich folgendes Bild vorstellen. Die Eizelle bewegt sich um sich selbst rotierend in dem dunklen Raum vom Eileiter entlang und wird befruchtet. Und die Erde macht das Gleiche, die bewegt sich um sich selbst rotierend durch das dunkle All und wird von dem Bewusstsein befruchtet. Und dann können Sie sich vorstellen, dass etwas nie zufällig passiert, sondern möglicherweise in kosmischen Konstellationen passiert ein Ereignis auf der Erde oder eine Befruchtung oder so. Es ist immer alles miteinander verbunden, es hängt alles miteinander zusammen. Und wenn wir in die Zelle hineinschauen, die ursprüngliche Eizelle ist 200 Mal so groß wie eine Körperzelle. Und ich lasse mal einen Großteil der Bestandteile weg, aber wir haben einen Zellkern da drin. Wir gehen davon aus, dass diese Zelle schon befruchtet ist. Und neben den anderen Zellbestandteilen gibt es dieses Teil und dieses. Das sind die Zentralkörperchen oder Zentriolen. Und wir müssen diese Zelle jetzt verdoppeln. Dazu löst sich die Zellhülle, also die Hülle des Zellkerns auf. Die Chromosomen formen sich zu dieser X- und Y-Form. Nein, die löst sich in dem Moment auf. Sie formt sich zu dieser X- und Y-Form. Und
von den Zentralkörperchen gehen Fasern aus, die diese Chromosomen anfassen. Und für einen Moment sortieren sich die Chromosomen in der Form eines Sternes an. Also wenn Sie an das Bild von dem Apfel denken, Sie haben den Torus und in der Mitte sind die Samen in der Form eines Fünfsterns angeordnet. In der Zelle haben wir 44 Chromosomen, das heißt, der Stern ist ein bisschen komplexer, aber es ist das gleiche Prinzip. Wir haben einen Nordpol, einen Südpol, wir haben ein Torusfeld um die Zelle und für einen Moment sehen wir genauso aus wie ein Apfel. Und dann ziehen sich die Fasern zurück und wir haben oben einen vollständigen Chromosomensatz und unten einen vollständigen Chromosomensatz. Dann schnürt sich das Ganze ein und wir gehen durch den ersten Tag der Schöpfung, das Fischblasenstadium, die zwei sich überlappenden Kreise. Wenn die zwei sich teilen, kommen wir in den zweiten Tag der Schöpfung. In den Biologiebüchern ist das immer so dargestellt, mit also quadratisch angeordnet den vier Zellen. Aber wenn Sie versuchen, vier Zellen irgendwie im Raum anzuordnen, ergibt das immer einen Tetraeder, das Ergebnis des zweiten Tages. Und wenn die vier Zellen sich teilen, formen die sich zu acht Zellen. Und dann sind sie im Achtzellenstadium, was das Ei des Lebens ist. Also sie sind genauso durch dieses Stadium hindurchgegangen. Der Würfel, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Hier sehen Sie ein Foto von den Achtzellen. Und das Ganze findet noch in der Zellhülle statt. Die ist 200 Mal so groß wie eine Körperzelle. Also teilt sich das Ganze nach innen, lernt, wie Zellteilung funktioniert. Und irgendwann dreht sich das rum. Dann wird die Hülle aufgelöst und sie wachsen nach außen. Heute haben Sie in jeder Sekunde zwischen 500.000 und 10 Millionen Zellteilungen, die in Ihrem Körper stattfinden. Und jedes Mal passiert das Gleiche. Und mit jeder Zellteilung, also können Sie sich mal überlegen, wie viele Daten da sauber übertragen werden müssen. Der Chromosomensatz muss immer in der nächsten Zelle ordentlich ankommen. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die da passiert. Und auch also ein Wunder. Wenn die acht Zellen sich teilen, entstehen natürlich 16 Zellen. Und 16 Zellen, so angeordnet, sieht aus wie ein Würfel innen und ein Würfel außen herum. Das ist die Frucht des Lebens, eine Ansicht der Frucht des Lebens, die wir am Anfang gesehen haben. Sie sind auch mal durch dieses Stadium gegangen. Und später löst sich dann die Hülle auf. Wir haben eine eigene Hülle, die nur aus Zellen besteht. Die ersten acht Zellen sind als Basis immer noch vorhanden. Und Sie können den Torus verstehen als eine Kugel, wo sich der Nordpol und der Südpol verbunden haben. Ja? In dem Stadium ist es also kugelförmig. Dann stülpt sich das Ganze ein. Und einfache Lebewesen bleiben hier stehen. Zum Beispiel Polypen haben das als Mund, also nehmen Nahrung auf und scheiden die auch wieder aus darüber. Beim Menschen ist das ein bisschen anders. Wir stülpen das auch durch, also bilden jetzt in der nächstgrößeren Stufe wieder eine Zentralachse. Das wird die Plazenta, das wird die Nabelschnur und dann gibt es wieder im rechten Winkel zu der Hauptachse, wie beim Apfel die Samen liegen, das Embryo, was entsteht. Da bildet sich eine sogenannte Keimscheibe, da bildet sich eine Furche. In der Furche entsteht ihr Nervensystem und die Verdauungsröhre und das Herz und so weiter. Und das alles passiert im rechten Winkel zu dieser Hauptachse. Es gibt nur einen einzigen Bauplan. Sie können überall hinschauen und von jedem etwas lernen. Der Apfel kann Ihnen was erzählen, das Ei kann Ihnen was erzählen und so weiter. Wenn Sie ein Ei aufschlagen, in dem Ei klar, sehen Sie einen Faden. Also das Ei ist nicht schlecht, sondern da ist irgendwie ein Haltefaden drin, der dafür sorgt, dass das Eigelb an der energetisch günstigsten Stelle liegt. Und wenn Sie sich den Faden genau anschauen, das ist ein Wirbel. Das ist ein Stück Hagelschnur fotografiert. Es ist wie eine Windhose, so ähnlich. Das gleiche Prinzip in der Natur. Und der Punkt, wo die Lebensenergie hineingeht beim Embryo, ist natürlich der Nabel. Und beim Menschen ist es so, die Nabelschnur, wenn Sie die sich anschauen, die besteht aus drei Adern und die sind gewunden. Also es ist auch eine Spirale. Und die Drehrichtung der Nabelschnur ist die gleiche Drehrichtung wie die Drehrichtung der Hagelschnur im Hühnerei. Es gibt nur eine Wirbelform im Universum, die immer wieder verwendet wird. Und solange wir sozusagen im Mutterleib sind, bekommen wir die ganze Lebensenergie hier vorne hinein. Deswegen hatte ich vorhin dieses Bild von der Melone gezeigt, was so wie ein Pilz ist. Also das ist der Stamm und dann formt sich in der einen Seite der Kopf und in der anderen Seite die Beine und der Rest des Körpers.
Den Rest sehen Sie dann hier im Nabel. Das sieht aus wie beim Apfel sozusagen, dieser Wirbel, der da oben hineingeht. In dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt und den ersten Atemzug macht, folgt eine Umstellung der Energieröhre von dieser Achse in die senkrechte. Ja, wenn wir uns lösen von der Mutter, fangen wir an, durch unsere eigene Prana-Röhre zu atmen. Und dann haben wir eine Prana-Röhre, die hier hindurch geht. Und bei Menschen, die Haare haben oder mehr Haare haben, da sieht man, wie dann oben auf dem Kopf der Wirbel zu sehen ist. Also sie sind genauso wirbelförmig wie jedes andere Lebewesen auch. Und wie oben so unten, so sieht es dann in einer Galaxie aus. Und am Ende sind sie irgendwann ausgewachsen. Wir sind wieder bei Leonardo. Was hat er gezeichnet? Die Körpergröße entspricht der Armspannweite. Also wenn jemand zu Ihnen sagt, Sie sind so hoch, wie Sie breit sind, dann macht er Ihnen ein Kompliment, weil er sagt, Sie sind harmonisch gebaut. Ja? Können Sie ganz selbstbewusst sagen, ja, bin ich. Ich bin so hoch, wie ich breit bin. Wenn Sie dann also dieses Quadrat um den Körper nehmen und Sie zeichnen die Diagonalen ein, finden Sie die geometrische Mitte und das ist das, wo die Geschlechtsorgane sitzen. Und dort liegen die ersten 8 Zellen immer noch als Zentrum ihres Wesens drin. Also Sie haben von den ersten 8 Zellen angefangen. Bei den 8 Zellen teilt sich das dann so, dass es von innen nach außen mehr projiziert wird und die ersten 8 Zellen immer als Kern erhalten bleiben. Und geometrische Muster sind geschachtelt. Wir haben da drinnen einen kleinen Würfel. Da liegt ein großer Würfel drum, ein noch größerer, ein noch größerer, ein noch größerer. Und diese Zellen projizieren ein Feld, in das sie hineingewachsen sind. Also die Armspannweite und die Körpergröße, dieses Quadrat, was Sie sehen, das ist nur eine Projektion, die von den ersten 8 Zellen aus der Mitte entstanden ist. Und wir wissen heute, dass wir, oder man geht davon aus, einmal in 7 Jahren jede Körperzelle austauscht. Sie treffen einen Freund nach 20 Jahren wieder und erkennen ihn trotzdem noch. Aber eigentlich steht nicht mehr der gleiche Mensch vor Ihnen. Der hat sich schon 2 oder 3 Mal komplett ausgetauscht. Und er hat aber noch die gleichen Narben vielleicht. Oder Sie haben die gleichen Narben, wie Sie vor 20 Jahren hatten. Was ist denn dann dasjenige, was Sie eigentlich ausmacht? Doch nicht die Natur oder die Atome, mit denen Sie diesen Körper gebaut haben. Sondern es gibt ein Feld, was dahinter steht. Oder ein Informationsfeld, was Sie eigentlich sind. Und wenn wir also annehmen, mit dem Quadrat ist die Vorderansicht von dem Ei des Lebens gemeint, dann können Sie diesen Kreis nehmen um den Leonardo. Da ist nicht ganz klar, was er damit gemeint hat. Seine Mitte liegt im Nabel und man kann den Kreis also nehmen und nach unten verschieben. Und dann stellen wir fest, der passt genau um die ersten 8 Zellen. So als hätte er das gewusst. Hier, also sehen Sie es an den Punkten. Und damit sind wir bei dem Rätsel wieder von der Quadratur des Kreises, von der Umfangsgleichheit. Also wir nehmen hier die Umfangsgleichheit. Wenn wir die über die Zeichnung legen, dann finden wir den inneren und den äußeren Kreis von der Blume des Lebens, was gleichbedeutend ist mit den beiden Kreisen, die die erste Zelle umgeben, diese Schutzhülle, die außen herum ist. Also immer, wo Leben ist, gibt es außen so eine Schutzmembran, sagen wir mal, und die besteht aus 2 Kreisen oder einem Raum in der Mitte. Und das sind die Kreise, die in der Blume des Lebens vorhanden sind. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen in ein anderes Teilgebiet, aber es hat genauso viel mit uns zu tun. Wir könnten eine Untersuchung machen, die darauf hinausläuft, welches dieser Rechtecke ist für Sie das Schönste und das Harmonischste. Das ist ein Quadrat, das ist ein doppeltes Quadrat, das ist ein bisschen größer. Das hier? Okay, gibt es andere Meinungen? Quadrat. Das Quadrat. Also die meisten, in statistischen Untersuchungen finden die meisten dieses hier am schönsten. Das ist ein Rechteck, was im goldenen Schnitt geformt ist. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es soll neue Untersuchungen geben, dass die Jugendlichen von heute ein anderes Verhältnis bevorzugen, weil die immer vor dem Computer hängen und nicht mehr so viel Natur beobachten. Das habe ich aber noch keine Untersuchung darüber gelesen, also nur einen Bericht darüber, dass das so sei. Also wir schauen uns den goldenen Schnitt an. Der goldene Schnitt macht jede lebendige Struktur aus oder jedes Lebewesen.
und besagt prinzipiell Folgendes: Ich teile eine Strecke außerhalb der Mitte und nehmen wir ein Beispiel, wir kommen wieder auf das Fünfeck zurück. Diese Strecke wird hier im goldenen Schnitt geteilt. Dann können wir, jetzt kommt die Erläuterung des goldenen Schnittes, das ist die kurze Strecke und das ist die lange Strecke. Also sagen wir, das ist die Gesamtlänge, das ist kurz und das ist lang. Dann ist im goldenen Schnitt das Verhältnis von der kurzen Strecke zur langen Strecke das gleiche wie lange Strecke zur Gesamtlänge. Das ist so ziemlich die einzige Formel, die ich Ihnen zumute. Damit Sie es grafisch verstehen, der Mensch denkt eher in Bildern als in Formeln. Hier sehen Sie, rote Strecke zu grüner Strecke ist wie grüne Strecke zur gelben Strecke. Das ist das gleiche Verhältnis. Wenn es anders wäre, wären die Balken unterschiedlich hoch. Ja? Es ist, nur wenn das der Fall ist, tritt der goldene Schnitt auf. Und jetzt also auf das Fünfeck bezogen, ist das die lange Strecke oder lange Strecke, kurze Strecke, das ist im goldenen Schnitt geteilt, oder kurze Strecke und das ist die lange Strecke. Oder kurze Strecke und lange Strecke. Dann ist das hier noch kürzer, aber auch goldener Schnitt. Das ist lang und so weiter. Nee, das ist lang. Und das wird wieder hier im goldenen Schnitt geteilt und so. Nehmen wir ein Quadrat, also ein 1:1 Quadrat, teilen das in der Mitte, stechen hier unten mit dem Zirkel ein und malen diese Diagonale. Nehmen das Maß, schlagen einen Kreisbogen auf die Grundseite, kommen wir auf eine Länge von 1 zu 0,61803389. Und wir haben den goldenen Schnitt konstruiert. Das ist die lange Strecke und das ist die kurze Strecke. Und zusammen ergibt das die Zahl Phi, PHI, 1,61803389 und so weiter. Wenn wir das nach oben malen, erhalten wir ein goldenes Rechteck. Das war das von den blauen Rechtecken, was die meisten als am schönsten oder harmonischsten empfinden. 1 zu Phi, also 1 zu 1,618. Jetzt können wir von dem goldenen Rechteck ein Quadrat abtrennen und es bleibt ein goldenes Rechteck übrig. Dann kann man davon ein Quadrat abtrennen und es bleibt ein goldenes Rechteck übrig. Und dann kann man ein Quadrat abtrennen und es bleibt ein goldenes Rechteck übrig. Und dann kann man ein Quadrat abtrennen und es bleibt ein goldenes Rechteck übrig. Und ich kann das, diese Formel ist natürlich unendlich fortsetzbar. Ich könnte jetzt stundenlang reden. Ich glaube, Sie haben das Prinzip verstanden. Ne? Also es ergibt sich eine goldene Spirale, die in dieses goldene Rechteck hineinpasst. Und wir haben den Bauplan für die Nautilus-Schnecke. Und wir haben aber auch diesen Bauplan hier. Das sind alles die gleichen Spiralen. Wie oben, so unten. Wenn Sie mir zuhören, in der Mitte des Ohres, da wo die eigentliche Hörschnecke sitzt, haben wir eine Spirale liegen. Und das ist Ihr Stammbaum. Also Sie als glücklicher Mensch haben zwei Eltern, vier Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern. Wie innen, so außen, das ist die gleiche Sequenz, wie Ihre Zellteilung funktioniert. Eine Zelle, zwei Zellen, vier Zellen, 8 Zellen, 16 Zellen. Aber wie auch Ihre Ahnenreihe funktioniert. Zwei Ahnen, vier Ahnen und so weiter. Immer mal zwei. Es gibt aber noch einen Stammbaum im Reich der Bienen. Wenn eine Königin Eier legt und die Eier werden nicht befruchtet, dann entsteht eine männliche Biene draus. Wenn die Eier befruchtet werden, entsteht eine weibliche Biene. Bauen wir also einen Stammbaum auf mit einer Arbeitsbiene, war nur eine Königin beteiligt. Dafür brauchten wir aber eine andere Königin und ein Männchen, was diese Eier befruchtet hat. Für das Männchen braucht man nur eine Königin, hierfür brauchten wir zwei Vorfahren und so weiter. Das ergibt also einen völlig anderen Stammbaum. Und dann, wenn wir zählen, wie viel gibt es pro Generation? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Das ist die zweite Stelle mit der Mathematik. 1 plus 1 ist 2. 2 plus 1 ist 3. 3 plus 2 ist 5. 5 plus 3 ist 8. 8 plus 5, 13. Sie können einfach immer zwei Zahlen addieren und die nächste Zahl ist dann die Summe. Das ist ganz simpel. Wird benannt nach diesem italienischen Mathematiker, die Fibonacci-Reihe. Und die Fibonacci-Reihe hat eine Besonderheit,
das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Zahlen, 1 zu 1 ist 1, 2 zu 1 2, 3 zu 2 1,5, pendelt aber wird ganz schnell zu einer Zahl, die da lautet 1,618033389 und so weiter. Also das ist ein Weg, den die Natur gefunden hat, um sich dem goldenen Schnitt anzunähern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die Sonnenblume hineinschauen, sehen Sie eine Spirale hier lang laufen und eine Spirale hier lang. Und die haben einen unterschiedlichen Winkel. Also diese ist steiler als diese Spirale. Wenn Sie zählen von der Mitte aus, ist der Weg länger als der Weg. Zählen Sie, wie viel das sind. Kommen Sie auf zwei Zahlen aus der Fibonacci-Reihe oder die im Verhältnis des goldenen Schnittes zueinander liegen. Wenn die Pflanzen nur in der Fibonacci-Reihe wachsen würden, müssen die sprunghaft wachsen. So. 8, 13, 21, 34. Die müssen natürlich auch Zwischenstufen haben. Hier sieht man es nochmal vielleicht deutlicher. Ein Tannenzapfen, eine Spirale hier lang und eine Spirale hier lang. Und die ist steiler als diese. Und die haben ein Verhältnis vom goldenen Schnitt zueinander. Besonders schönes Beispiel, fraktale Strukturen in der Natur, ein Blumenkohl. Und Sie sehen, eine Spirale läuft hier lang, eine Spirale läuft hier lang. Und wenn wir die Knoten vergrößern, sehen wir, dass eine Spirale hier lang läuft und eine Spirale hier lang läuft. Dann vergrößern wir einen Unterknoten hier und dann haben wir eine Spirale, die hier lang läuft und eine Spirale, die hier lang läuft. Und dann gucken wir uns einen Unterknoten an. Der sieht dann genauso aus. Also ich habe es über vier Stufen nachverfolgen können bei dem, den ich da mal gekauft habe. Das ist pure Geometrie und der zeigt nur, wie es funktioniert. Wenn Sie das einmal verstanden haben, können Sie zum Beispiel einen normalen Blumenkohl angucken, der recht chaotisch aussieht, aber wenn Sie von oben drauf schauen, sehen Sie ganz deutlich die Spiralen. Und Sie finden es in jeder Pflanze wieder. Jetzt sind die Wiesen voll von Pusteblumen. Wenn Sie die wegpusten, der Stempel, der übrig ist, sieht genauso aus. Und sollte Ihnen der Atem stocken, dann achten Sie mal auf Ihre Lungen. Die Lunge besteht aus zwei Flügeln und jeder Flügel ist in Lappen unterteilt. Der linke Lungenlappen in zwei, der linke Lungenflügel in zwei Lappen und der rechte in drei. 2 zu 3 ist ein Verhältnis aus der Fibonacci-Reihe. Oder wenn Sie mit Musik beschäftigt sind, die Quinte, die da auftaucht. Ich hatte bei den Pflanzen gesagt, die können ja nicht sprungartig wachsen. Wir Menschen machen das in einem gewissen Sinne. Wenn ein Kind ein vollständiges Gebiss hat, hat es 5 Zähne pro Quadrant. 2 Schneidezähne und 3 Backenzähne. Also 3 zu 2, zusammen 5. Und dann fallen die aus und dann kriegen wir das Erwachsenengebiss. Das macht also ein sprungartiges Wachstum. Dann haben wir 2 Schneidezähne, einen Eckzahn, 5 Backenzähne. Macht zusammen 8. Ich komme immer wieder mal auf das Fünfeck zurück. Wir haben das vorhin nach innen geschachtelt und wir können das aber auch nach außen schachteln, zum Beispiel so hier. Ja? Und man kann den Menschen zeichnen wie ein Quadrat, wie es Leonardo gemacht hat, also Armspannweite gleich Körpergröße, oder man kann den Menschen als Fünfeck zeichnen. Dann haben wir die zwei Beine, die Arme und den Kopf. Das ist ein Fünfeck. Und wenn ich dieses geometrische Muster nach außen schachtel, kann ich das in alle Ecken tun, dann sieht das Muster so aus. Und wir lassen das mal ein bisschen, wir streichen ein paar Linien raus, damit es nicht ganz so kompliziert ist. Wir haben aber in jeder Ecke ein Fünfstern und Fünfeck, die ein Spiegel von dem großen Bild sind. Wenn Sie sich je gefragt haben, warum Sie 5 Finger oder 5 Zehen haben, dann ist das nur eine Widerspiegelung von dem großen Bild. Sie sind genauso selbstähnlich gebaut. Und dann können Sie sich noch fragen, was der Kopf macht. Das ist der Schädel eines Embryos von oben gesehen. Das ist die Vorderseite, da haben Sie hier 2 Höcker, hier 2 und hier hinten. Der besteht aus 5 Platten am Ende oder am Anfang. Es gibt ein indisches Sprichwort. Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Also aus jeder Stufe nehmen wir Wissen mit und führen das so auf die nächsthöhere Stufe zu dem, was wir Menschen sozusagen sind. Und wir entwickeln uns immer weiter. Wir haben also dieses ganze Wissen in uns. Und der Mensch ist selbstähnlich zum ganzen Universum. Jedes Maß, was Sie finden im Körper, finden Sie auch im Universum wieder. So sieht das Gehirn aus beim Menschen von der Seite.
Und so sieht die Antarktis aus. Und wir haben im Kopf zwei Gehirnhälften, die unterschiedlich in ihrer Polarität und Qualität sind. Wie sieht denn die Gegenseite aus? Die besteht komplett aus Wasser, aber es ist die gleiche Form. Sehen Sie das? Und dann geht das Stammhirn hier weg. Und die Erde ist genauso ein lebendiges Wesen, wie wir das sind. Das ist nur ein ganz kleiner Hinweis, da kann man noch viel tiefer gehen. Nehmen wir die Sonne als Mittelpunkt, die Erde, und nehmen den Menschen als Maßstab. Also wir sagen, die Beine sind auf der Erde, der Kopf ist in der Sonne. Wo finden wir im menschlichen Körper den goldenen Schnitt? Körpergröße im goldenen Schnitt geteilt ist der Nabel hier. Das ist die Mitte, wo die Geschlechtsorgane sitzen. Also gibt es auch irgendeinen goldenen Schnitt hier unten. Wenn ich entspannt stehe, da wo meine Hände zu Ende sind, das ist der untere goldene Schnitt. Und Sie schauen einen Menschen an und sagen, der ist harmonisch gebaut. Das merken Sie ja, das haben Sie in Ihrem Maß drin, weil er von oben bis unten nach dem goldenen Schnitt gebaut ist und weil das mit Ihnen resoniert. Es gibt einen Zirkel, der genau das tut, also den goldenen Schnitt abmessen. Wenn Sie den aufmachen, haben Sie ein kurzes Ende und ein langes Ende. Und der ist jetzt im goldenen Schnitt eingestellt, hoffe ich. Genau. Kurze Strecke ist die Länge dieses Knochens von meinem Zeigefinger. Und dann drehe ich es rum und dann ist das die Länge des nächsten Knochens. Dann mache ich es ein bisschen größer und sage jetzt, dieser Knochen ist meine kurze Strecke. Und dann drehe ich das rum und erhalte das Maß von hier bis zum Handgelenk. Und so weiter. Ne? Also der ganze Körper ist von oben bis unten im goldenen Schnitt geteilt. Sie sind wie eine Pflanze oder die Muster der Pflanzen sind auch im menschlichen Körper immer wieder vorhanden. Nehmen wir also dieses Maß Sonne, Erde und gucken, was dort ist, wo der Nabel liegt, dann kommen wir zur Bahn des Merkurs, des innersten Planeten. Der liegt im goldenen Schnitt zum Erdradius, also zum Erdbahnradius. Die Sonne ist gebaut wie ein Torus und wir können vom Apfel lernen, in der Waagerechten haben wir geometrische Muster. Also der Fünfstern zum Beispiel beim Apfel oder das Dreieck bei der Tomate bzw. bei der Gurke. Und die Sonne sieht genauso aus. Die gelben Ringe sind die Planetenbahnen. Das Sonnensystem ist viel größer, das geht bis hier außen hin, das ist ungefähr 100.000 Mal der Abstand Erde-Sonne. Hier oben gibt es einen Wirbel, der in die Sonne hineingeht, von unten genauso. Und dann ist die Anordnung der Planeten zueinander natürlich auch geometrisch. Nehmen wir die Venusbahn, zeichnen drei Kugeln ein, dann die genau reinpassen, verbinden wir die Mittelpunkte und erhalten die Bahn des Merkurs. Oder wir nehmen nochmal die Erdbahn, dann malen wir ein Quadrat rein und in das Quadrat zeichnen wir dann eine weitere Kugel ein und das ist die Bahn der Venus. Also es ist von oben bis unten geometrisch gebaut. Der Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, zeigt etwas, was aber auch für alle anderen Planeten gilt. Ich kann irgendwo im freien Raum einen Satelliten platzieren. Meinetwegen hier, dann wird er zur Sonne gezogen. Platziere ich ihn hier, wird er zum Jupiter gezogen. Und man könnte zu jedem Punkt ausrechnen, wo er hingezogen wird. Es gibt aber zwei Punkte, wo ein Gleichgewicht herrscht, nämlich hier und hier. Da werden die zu keinem von denen gezogen. Das führt dazu, dass der Jupiter sich um die Sonne bewegt und sogenannte Trojaner hat, eine Ansammlung von kleinen Himmelskörpern hier und hier. Und das ist aber das Maß der Fischblase, der erste Kreis und der zweite Kreis. Und wenn wir einmal beim Jupiter sind, malen wir wieder ein Quadrat ein, dann haben wir die Eckpunkte der Quadrate, können also hier vier Kugeln einzeichnen. Sie erinnern sich, das ist die Vorderansicht der ersten acht Zellen, wie sie mal gewesen sind. Dann gibt es hier ein Tor. Und durch dieses Tor passt genau ein Kreis hindurch oder eine Kugel. Und das ist die Bahn des Marses.
Und Sie können also zeigen, wie die ganzen Himmelskörper zueinander stehen. Und da habe ich es Ihnen jetzt nur im räumlichen Maß gezeigt. Es gibt das Gleiche auch im zeitlichen Maß. Zum Beispiel, Venus und Erde bewegen sich umeinander und erzeugen diesen Fünfstern hier oder die Venusblume. Es gibt einen Hamburger, Hartmut Warn, der hat das mal ausgerechnet und als Programm gezeigt, wie das alles zusammenhängt und wie es funktioniert. Das ist eine ältere Zeichnung und das Wissen um diesen Venus, um diese Venusblume ist schon uralt. Das kannten schon die Babylonier. Wenn Sie auf einer Flagge einen Fünfstern sehen, dann ist es immer ein Hinweis auf den Morgenstern, auf die Venus. Und diese Venusblume entsteht in 8 Jahren, also 8 Erdenjahren. Während der 8 Erdenjahre macht die Venus 13 Umläufe um die Sonne. Und die Differenz aus 8 und 13 ist 5. Deswegen entsteht ein Fünfstern. Und 5 und 8 und 13 sind Fibonacci-Zahlen, die Sie aus den Blumen kennen. Ich habe alles geordnet nach Maß und Zahl, steht irgendwo in der Bibel drin. Also es gibt nur einen Bauplan. Und der wird ein bisschen abgewandelt, aber ansonsten ist es immer wieder das Gleiche. Und wir machen noch einen Schwenk, wenn Sie noch können. Ich hatte am Anfang mal Platon erwähnt und der hat gesagt, dass es geometrische Grundkörper gibt, die sogenannten platonischen Körper, und es gibt davon genau 5 Stück. Jeder dieser Körper besteht aus einer Fläche, also wie der Tetraeder aus Dreiecken, hat eine Kantenlänge und einen Winkel. Und wenn ich das mache, gibt es genau 5 Körper. Der linke, der Tetraeder, den wir gerade gesehen haben, der Würfel, der aus Quadraten besteht, der Ikosaeder, der besteht aus 20 Dreiecken. Das ist diese Figur. Und dann gibt es noch den Oktaeder, der besteht aus 8 Dreiecken. Und ganz außen den Dodekaeder, der besteht aus 12 Fünfecken. Platon hat die schon beschrieben. Und das ist ein römischer Dodekaeder, der ist ungefähr 2000 Jahre alt. Die Öffnungen auf den Flächen haben unterschiedlichen Durchmesser. Der liegt in einem Museum in Bonn und die Archäologen haben keine Ahnung, wofür dieses Gerät ist oder wo der herkommt. Radiästheten haben mir mal erzählt, diese unterschiedlichen Löcher sind Resonanzlöcher oder Resonanzfrequenzen für einzelne Schwingungen. Man kann den zum Beispiel auf eine Wasserader stellen oder auf eine Störstrahlung und gucken, welche Energie kommt da durch. Also welches ist das passende Loch, um die Frequenz rauszubekommen. Und wie geht's weiter? Ah, da ist er. Johannes Kepler hat sich natürlich auch damit beschäftigt. Der hat dann etwas gemacht, was Platon schon beschrieben hat, nämlich gesagt, dass die platonischen Körper, also den Elementen zugeordnet ist, Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther oder Kosmos. Und dann sieht man, der Tetraeder ist der spitzeste von allen Körpern, wie eine Flamme zum Beispiel, oder wie die Form eines Lagerfeuers. Deswegen ist er dem Feuerelement zugeordnet. Der Würfel, das stabile und aufrechte Element, die Erde. Der Ikosaeder, rund, ist, oder fast rund, ist dem Wasser zugeordnet. Und der Oktaeder, wenn man den auf der Hand hält, sieht er ein bisschen aus, ist jetzt leider klein, wie eine Boje, die gestrandet ist. Das ist nicht seine Lage. Wenn der aufrecht ist, frei im Raum schweben kann, da ist er in seiner Position und deswegen ist er dem Luftelement zugeordnet. Und dann bleibt noch einer übrig, der Dodekaeder, der wird der Lebensenergie zugeordnet. Sie sehen, der besteht aus lauter 5 Ecken. Die 5 Ecke ergeben den 5 Sternen, haben etwas mit dem goldenen Schnitt zu tun und kommen immer in lebendigen Strukturen vor. Und die 12-Zahl ist das tragende Gerüst, was außen herum ist. Die 12 Stunden, die 12 Monate, die 12 Tierkreiszeichen, die 12 Apostel und so weiter. Und selbst unsere Sprache hat noch die 12-Zahl als etwas Besonderes, weil wir ja zählen 9, 10, 11, 12 und dann erst 13, 14, 15. Wir zählen ja nicht 9, 10, 1, 10, 2, 10, 13, sondern 11, 12. Also diese beiden Worte deuten darauf hin, dass es ein anderes Zahlensystem gab. Und könnte man auch viel darüber reden, über die Sprache, da passiert eine ganze Menge. Kommen wir noch mal kurz zu Johannes Kepler zurück, dann sehen Sie die Beziehung der platonischen Körper noch mal zu den Himmelsbahnen. Und wo kommen sie her?
Wenn Sie einen Trichter bauen oder eine Zauberermütze, dann nehmen Sie einen Kreis, schneiden einen Keil aus und kleben den Keil zusammen. Dann entsteht ein Trichter. Ja? Genau, das ist die flachere Variante, so ein chinesischer Hut. Nehmen wir eine Fläche, die aus lauter Dreiecken gedeckt ist, und wir müssen also eine Lücke suchen. Zwei Dreiecke kann man nicht zusammenklappen, aber die drei kann man zusammenklappen, das mit dem verbinden, dann erhält man die Spitze von dem Tetraeder. Wir können auch vier Dreiecke zusammenklappen, dann erhalten Sie die Spitze vom Oktaeder, wo vier Dreiecke zusammenkommen. Oder Sie können fünf Dreiecke zusammenklappen, dann landen Sie beim Ikosaeder. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn Sie sechs Dreiecke zusammenbringen, haben Sie ein Sechseck, Sie haben keine Lücke mehr und Sie können das nicht in den Raum heben. Das geht nicht auf. Deswegen gibt es nur die drei Körper. Das Gleiche können Sie probieren mit dem Quadrat. Da gibt es nur diese Möglichkeit. Wenn Sie die drei Quadrate zusammenbringen, kommt die Ecke des Würfels heraus. Vier Quadrate ergeben ein großes Quadrat, keine Lücke, keinen Körper, fertig. Es gibt nur eine Möglichkeit, mit Quadraten einen Körper zu bauen. Und mit dem Fünfeck haben wir diese kleine Lücke. Das Fünfeck weigert sich permanent in der Fläche, irgendwas Vernünftiges zu machen. Also Sie können nicht in den Baumarkt gehen und fünfeckige Fliesen kaufen. Das liegt an der Struktur der Zahl 5 und an der Lebensenergie. Wenn das zusammenkommt, aber im Räumlichen, entsteht der Dodekaeder. Und mit sechs Ecken ist es vorbei. Die Bienenwabe schließt die Fläche. Einer der Gründe, warum die 6 oder die 666 als böse Zahl genannt wird, weil sie mir keinen Weg rauslässt aus dieser Dimension. Also die ist so ein bisschen die Zahl der Materie, die kann mich hier festhalten oder verdichten und mir keinen Weg lassen, weiterzukommen. Dann gibt es die 7, aber damit kann ich dann keinen Körper mehr bauen. Das ist die mystische Zahl, die schon in der nächsten Ebene halb drin ist. Also in der 6 haben wir keine Lücke mehr, kommen wir nicht weiter. 7 geht gar nicht. Und bei der 8 müssen wir dann tricksen. Wenn wir den Fußboden parkettieren wollen, dann müssen wir 8 Ecken nehmen und Quadrate für die Lücken. Das kriegen Sie dann wieder im Baumarkt. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen in der Kunst um. Sulamit Wülfing hat hier mal ein Kristallkind gemalt. Also ein Kind, was in einem Ikosaeder-Kristall geborgen ist. Und Salvador Dalí hat sich viel mit Geometrie beschäftigt. Das Abendmahl, Jesus mit seinen 12 Jüngern. Und was liegt näher, als den Dodekaeder mit den 12 Seiten im Hintergrund zu zeichnen? Und wenn Sie jetzt sagen, das sind nur Erfindungen des Menschen, diese Körper, die haben nichts mit der Natur zu tun. Das ist ein Pyritwürfel. Der ist fast exakt im rechten Winkel und in den Maßen. Ein Fluorid-Oktaeder. Und ein Fluorid-Tetraeder. Und das ist eine etwas kompliziertere Form, die aber in der Natur auch wieder vorkommt. Nämlich, es ist die Grundform eines Granates zum Beispiel. Also den Schmuckkristall, den Sie sehen, ungeschliffen, sieht er so aus und der hat diese Form. Und ohne das jetzt genau zu erläutern, wenn eine Biene in der Bienenwabe drinne steckt, das vordere Ende sieht genau so aus wie das Fenster eines Granats oder eines Rhombendodekaeders. Und das ist von Ernst Haeckel gezeichnet, oktaederförmig, eine Radiolarie. Also Sie haben die Eckpunkte und so weiter, es ist ein Oktaeder. Und ikosaederförmig gibt es dann diese Formen hier auch. Die Natur verwendet die Geometrie überall und immer und immer. Natürlich im Schneekristall. Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich Sie nochmal kurz an den nicht vorhandenen Winter erinnere. Also ein Sechseck im Äußeren und dann sehen Sie aber auch, wie es hier geschachtelt ist in die kleinen Muster. Und das geht immer wieder. Es gibt kaum Schneeflocken, die gleich aussehen. Hier haben Sie mal eine, wo die Blume noch drin ist. Ich habe mal eine Neujahrskarte zugeschickt bekommen, da stand drin, solange der Schnee noch sechseckig zu Boden fällt, kann die Welt noch nicht schlecht sein. Also die Geometrie ist ewig, jenseits dessen, was die Menschen sich ausdenken, jenseits dessen, was wir tun. Die ist auch in Millionen von Jahren noch da, weil es nur einen Grundbauplan gibt. Und
Jetzt können wir noch zeigen, wir nehmen die Frucht des Lebens, verbinden alle Mittelpunkte aller Kreise miteinander, dann kann man zeigen, wie die einzelnen platonischen Körper aus der Frucht des Lebens sich entwickeln. Und wiederum aus der Blume des Lebens als Vorstufe kommen. Es ist nur ein Bauplan, aus dem alles entsteht. Und man könnte jetzt auch zeigen, wie in jedem Körper ein kleiner Würfel ist und ein großer, wie bei dem Frucht des Lebens oder bei dem 16-Zellen-Stadium, was Sie mal gewesen sind. Wenn Sie einen Icosaeder bauen wollen, nehmen Sie ein goldenes Rechteck, noch ein goldenes Rechteck und noch ein goldenes Rechteck, stecken die jeweils im rechten Winkel ineinander, verbinden die Eckpunkte miteinander und erhalten einen Icosaeder. Kann aber nicht anders sein, weil er die Zahl 5 drin hat. Und ähnlich geht es beim Dodekaeder, weil der auch die Zahl 5 drin hat. Der Dodekaeder ist etwas Besonderes, weil er die 5 und die 12 oder die 6 verbindet. Die sind sich eigentlich, also Spinnefeind ist falsch, aber das sind zwei verschiedene Prinzipien. Und der Dodekaeder bringt beide Prinzipien zusammen. Und hier also nochmal die platonischen Körper, Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther, die auch Grundprinzipien des Universums bilden. Und man kann eben schauen vom Großen bis ins Kleine. Und wir könnten jetzt noch 2 Stunden über die Musik reden. Wir können noch über das Bewusstsein reden, aber ich nehme an, Sie glauben mir, dass ich immer wieder auf das Gleiche kommen würde. Deswegen versuche ich es mal abzurunden. Ich habe Ihnen ja alle möglichen Fotos gezeigt und die waren vielleicht auch schön und interessant. Aber wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten, aufzustehen und das Bild mal von nahem anzuschauen, hätten Sie irgendwann sowas hier gesehen. Dieser Beamer, das ist ein digitales Gerät, der Monitor ist ein digitales Gerät, der besteht nur aus roten, gelben, roten, grünen und blauen Punkten. Und je nachdem, wie die aufleuchten, machen Sie dann die Erfahrung daraus, ein grünes Bild oder eine Landschaft oder irgendwas, und Sie projizieren das hinein. Jetzt stellen Sie sich vor, die Blume des Lebens fängt als Kreis an, dann kommen neue Kreise dazu, neue Kreise, neue, neue. Und dann breitet sich das Muster in alle Richtungen aus und gleichzeitig ist es noch ineinander geschachtelt. Also unsere Beamer bekommen nur eine Kreisgröße hin, aber im großen Maßstab, in dem gesamten Bauplan, haben Sie dann Kreise, kleine Kreise, kleine Kreise, kleine Kreise. Und auch große Kreise und so weiter. Und dann können Sie sich vorstellen, wie es ein Bauplan ist, der sich entfaltet hat, auf dem dann diese Welt spielt. Das ist eine holographische Matrix, 3D, Super HD. Und wir stehen da drinnen und spielen die ganze Zeit damit. Wir laufen bildlich gesprochen mit einem Projektor rum, werfen das Bild auf diese Matrix und gucken gleichzeitig den Film an, den wir uns angucken. Und deswegen glauben wir, das wäre Realität. Aber wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, wenn ich meinen Arm bewege, weiß mein Gehirn schon eine halbe Sekunde vorher, dass ich den Arm bewege. Die neuesten Untersuchungen waren, wenn ich irgendwo hinschaue, in den Randbereichen, wo sich nicht viel ändert, sind die Bilder bis zu 15 Sekunden alt. Also Sie werfen permanent ein Bild und gucken das mit Verzögerung an und glauben dann, das wäre Realität. Und wir haben jetzt mal einen kleinen Einblick in die Schule des rechten Auges des Horus gemacht. Machen wir ganz kurz noch das linke Auge des Horus, die emotionale Schulung. Wir sind natürlich nicht nur dieser physische Körper, sondern wir sind auch ein Energiekörper, der da außen herum ist, der in anderen Dimensionen angesiedelt ist, der permanent dieses Bild projiziert. Und alle unsere Organe sind torusförmig. Das größte Torusfeld hat das Herz mit einem Durchmesser von ungefähr 9 Metern. So wie Sie hier sitzen, sind Sie nie getrennt, sondern Ihre Felder durchdringen sich. Sie kommunizieren die ganze Zeit. Und das Gehirn hat Felder, die man dann wieder sehen kann in alten Ikonen zum Beispiel. Und wir sind am Ende torusförmig. So in etwa sieht Ihr Feld wirklich aus. Der physische Körper ist nur ein ganz kleiner Bruchteil davon. Dann gibt es eine Prana-Röhre, die Sie da oben und unten anschließt, ein riesen Torus. Und das ist das, was Alex Gray gezeichnet hat. Nur, wenn Sie intensiver sich damit beschäftigen, macht Sie das nicht unbedingt gesellschaftskonformer. Weil Sie eines Tages realisieren, Sie brauchen niemanden im Äußeren, der Ihnen Kraft gibt. Das Universum schenkt Ihnen alles.
Diese ganzen hierarchischen Strukturen, die reden ihnen nur ein, dass sie irgendwas brauchen. Sie kriegen das alles aus sich selber heraus. Sie werden unendlich geliebt von ihrem Schöpfer. In jeder Sekunde. Und die Ägypter wussten, dass in der Mitte von diesem Feld ein geometrischer Körper ist, nicht nur die Geometrie des Körpers, ein geometrischer Körper, der Merkaba heißt und der eigentliche ist, sozusagen, mit dem wir die Realität erschaffen. Also mal ganz, ganz kurz und ganz schnell, es gibt hier einen Bildschirm und es gibt hier einen Bildschirm und hier dazwischen entstehen lauter Wellenmuster, die wir als Realität wahrnehmen, so wie wir ein Hologramm anschauen und das als Realität sehen. Nur, wir haben uns daran gewöhnt, wir spielen die ganze Zeit damit, aber nehmt es nicht zu ernst. Das ist gefährlich. Ne? Das ist ein Urmuster. Das sieht ein bisschen aus wie eine fliegende Untertasse. Muss es auch, weil die Form einer Galaxie so ist. Weil alles, diese gegenläufig rotierenden Felder, sind immer Merkaba-förmig oder untertassenförmig. Und wenn ich jetzt auf die Idee käme, mir ein UFO zu bauen und ein Raumzeitgefährt, würde das so werden, weil ich mich an die Gesetze halten muss. Ich muss die Grundregeln des Universums beachten, ich muss ein Raumzeitgefährt bauen und mit dem kann ich durch die Dimensionen fahren. Und deswegen sieht das genauso aus. Aber ich brauche nicht wirklich ein UFO, weil ich kann das alles aus meinem Herzen heraus erzeugen, wenn sie wieder sich anschließen an die Quelle. Und das überfordert meinen Computer wieder. Genau. Wir leben in einer Zeit auf der Erde, wo es eben darum geht, das Wissen, was über die Jahrhunderte gekommen ist, wieder zusammenzufügen, wieder zu einem großen Bild zusammenzubasteln, gleichzeitig die modernen Forschungen zusammenzubringen. Und so nach und nach sehen wir, dass es eben nur eine Erde gibt, nur ein Bewusstsein und dass wir alle miteinander verbunden sind. Das funktioniert einfach nicht, wenn wir gegeneinander kämpfen. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Wir sind keine menschlichen Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen. Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Wir haben nur die Perspektive vertauscht. Und zum Abschluss noch eine Grafik, damit Sie es mir wirklich glauben. Es gibt zu diesem Quadrat einen Kreis, der den gleichen Umfang hat. Ja? Und Armspannweite gleich Körpergröße definiert das Quadrat. Wo finden wir die Umfangsgleichheit? Wenn ich meinen Arm nach oben recke, kann ich mich auf Zehenspitzen stellen, komme ich höher, aber ich kriege den Arm nicht höher. Von hier bis zum Fußboden ist der Durchmesser des Kreises, der den gleichen Umfang hat wie das Quadrat um meinen Körper. Also Sie haben die Quadratur des Kreises in sich eingebaut. Und wenn Sie das haben, können Sie, also der Kreis müsste dann nach oben verschoben werden, zwei Kugeln zeichnen. Eine Kugel geht von hier bis hier und eine Kugel geht von hier bis hier zum Fußboden. Das Verhältnis der beiden Kugeln zueinander, Durchmesser Mond zu Durchmesser Erde. Ich erspare Ihnen mal die Formeln, rechnen Sie sich selber aus. Und es ist das gleiche Maß wie die große Pyramide von Gizeh in der Seitenansicht, dort am Seitenschnitt. Es gibt nur einen einzigen Bauplan. Lassen Sie sich nichts anderes einreden, es gibt nur einen. Und die Natur zeigt es uns immer. Wenn Sonnenfinsternis ist, dann schiebt sich der Mond genau vor die Sonne und der Mond ist so groß, wie die Sonne ist und ist alles Zufall natürlich. Der ist halt kleiner, aber genau so viel, wie er kleiner ist, ist er auch näher dran. Und dann geht das ganze Spiel wieder auf. Und das war sozusagen unsere Reise. Also wir haben mit der Geometrie angefangen, dann haben wir die Selbstähnlichkeit getroffen, die Blume des Lebens angeschaut, den goldenen Schnitt, die Kristalle. Und zum Schluss haben wir das alles nochmal ein bisschen rund gemacht und zusammengefasst. Vielleicht war es nicht schlecht, dass wir eine Pause hatten, dass Sie mal kurz durchatmen konnten. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr überfordert. Sie wissen oder Sie ahnen jetzt, dass das Gebiet weit größer ist, weil natürlich das ganze Leben drin beschrieben ist, die ganze Realität und jede Facette. Wir können alles nehmen und das kommt immer wieder aus der Blume des Lebens, aus der Geometrie und aus der Welt der Zahlen. Und es ist reines Bewusstsein, was da drin steckt. Und es geht darum, sich wieder daran zu erinnern, diese Quelle wieder in sich zu öffnen und eben unabhängig zu werden von äußeren Sachen. Dazu ist schon viel zu lange gespielt worden auf diesem Planeten.
Die Freiheit ist in uns selber drin. Und das ist das Schlusswort meines Vortrages. Vielen, vielen Dank.